Lieben, herzlich willkommen zu Homeschooling Woche 3. Heute mit dem wunderbaren Thema: Trübt der Schein? Fragezeichen, der Investiturstreit und die Neuordnung von weltlicher und geistlicher Macht. Nun, wir finden hier, und ich habe als kleinen Einstieg eine Buchmalerei mitgebracht. Und zwar sehen wir hier im Zentrum eine Figur in Gewandung mit einem Heiligenschein, und zwar einem besonderen Heiligenschein, nämlich einem solchen, der mit einem Kreuz hinterlegt ist. Das ist direkt die ikonografische Gewissheit. Hier handelt es sich um Christus persönlich und damit um Gott im Sinne der Dreifaltigkeit. Was tut Gott und was tut Christus hier? Er verleiht zwei Schwerter, eins links und eins rechts, an zwei Personen. Person Nummer 1 auf der von euch aus linken Seite trägt einen langen Stab, ein sogenanntes Baculum, und er trägt eine Mitra. Beides kennen wir als Zeichen der Bischöfe. Es ist aber noch eindeutiger, denn er trägt einen Pupamantel, die sogenannte Kappa Rubea, und das ist ein ganz eindeutiges Insignium, also eine Machtanzeige für das päpstliche Amt. Zusätzlich sind wir ja alle lateinkundig und lesen oben drüber in der Überschrift Sanctus Petrus Papa, also der heilige Petrus Papst. Auf der anderen Seite haben wir eine Figur, die ist in einer anderen Gewandung dargestellt, hier etwas an Kettenhemd erinnerndes, eine metallene Gewandung, aber das ist in jedem Fall reich verziert, wie wir hier auf der Front erkennen, trägt eine Krone und ein solches lilienartiges Zepter in der Hand. Und dieses ist der König. Grundsätzlich müsste das hier oben eigentlich auch drin stehen, aber es ist leer oder, was auch wahrscheinlich ist, es ist eradiert worden, also es ist herausgelöst worden. Und man könnte sich jetzt natürlich überlegen, in welchem Zusammenhang und warum. Nun, diese Idee, dass Christus zwei Schwerter verliehen hat und eine dem Papst, das andere dem König oder dem Kaiser, also eines der weltlichen und eines der geistlichen Gewalt, natürlich war es gerade umgekehrt, wie ich es hier gezeigt habe, stammt aus dem 5. Jahrhundert vom Papst Gelasius, der sagt, dass die ganze Gewalt in zwei Schwertern von Gott gegeben wurde, und zwar dem König eben die weltliche, die Potestas Regalis, und dem Papst die geistliche, die Potestas Pontificalis, und dass aber die Macht des Papstes höher wiegt. Wir sehen das hier nur ganz minimal angedeutet, dass die Hand, die das Schwert hält, das geistige Schwert ist ein bisschen höher ist, auch die Maximalhöhe der Schwerter ist auf der geistlichen Seite etwas erhöht. Zusätzlich gibt es ein, wie ich finde, sehr schönes Zitat und sehr schönes Motto, aus der Zeit, nämlich Sicut luna lumen suam assode sortitur, sic regalis potestas ab autoritate pontificale sue sortitur dignitatis splendorum. Luna und Sole sind, glaube ich, bekannt, auch nicht Lateinern. Luna ist der Mond, Sole ist die Sonne, und auch hier ist das Verhältnis von Sonne und Mond wird dem Verhältnis von regalis potestas und Autoritate Pontificali, also der geistlichen Gewalt und der weltlichen Gewalt, gleichgesetzt. Und zwar, sicut luna luum sua a sole sortitur. Also so wie der Mond sein Licht, sein Glanz von der Sonne erhält, so erhält auch die Regalis Potestas, also die weltliche Gewalt, den Glanz ihrer Würde, A Autoritate Pontificale, also nur von der Macht oder von der Autorität des Papstes. Das heißt, in gleicher Weise wie der Mond nicht selber scheint, sondern nur reflektiert, nämlich das Sonnenlicht reflektiert die weltliche Gewalt, nur den Schein, den Splendor, die Autoritas der geistlichen Gewalt. Das heißt, auch dieses Zitat zeigt eindeutig, man geht davon aus, im hohen Mittelalter oder an der Grenze zum hohen Mittelalter, dass die geistliche Gewalt der weltlichen vorangestellt ist, dass sie höher zu bewerten ist. Nun, wir wissen aus dem frühen Mittelalter, dass die Realpolitik eine andere ist. Nämlich
nämlich dass das Papsttum ganz stark abhängig ist von der militärischen Unterstützung der weltlichen Fürsten, namentlich von Pippin. Wir erinnern uns an den Übergang vom merowingischen zum karolingischen Königsgeschlecht in den 750er Jahren und mit der Etablierung des Gottesgnadentums, also der durch die Kirche und damit durch Gott legitimierten Königsherrschaft im Austausch für militärische Herrschaft. Wir erinnern uns auch an die Translatio Imperii, also die Übergabe des alten römischen Kaisertums an die Frankenkönige im Austausch für militärische Unterstützung und die Niederschlagung von Aufständen im vom Papst kontrollierten Italien. Nun, wir hatten in der Vergangenheit schon gesehen, dass die weltlichen Fürsten und gerade der König im römisch-deutschen Reich sich die kirchlichen Beamten zunutze macht. Ja, als Königsboten und auch als Territorialfürsten, um nämlich die Macht im Reich dauerhaft gegen die Adeligen, weltlich Adeligen, zu sichern. Wer das nicht mehr weiß, letztes Video, letztes Arbeitsblatt, kann man sich nochmal angucken. Heute wird es so sein, heute bekommt ihr den Aufschrieb von mir, weil sonst dauert das zu lange mit dem Abschreiben. Aber bitte denkt mit, weil es kann euch nur helfen, wenn ich euch das hier nochmal ein bisschen ausführlicher erkläre. Ihr braucht an dieser Stelle das Quellenpapier, das Quellenpaper, Trügterschein, der Investiturschritt und die Neuordnung von weltlicher und geistlicher Macht. Da sind drei Quellen abgedruckt, die ihr bitte einmal durchlest und die Arbeitsaufträge vielleicht in Stichpunkten bearbeitet. Ansonsten macht jetzt kurz Pause, tut das mal und dann sprechen wir drüber. Gut. Schauen wir uns hier also an. Was sind die Positionen vom Papst und König zu Beginn des Investiturstreits? Wir wissen, es war für den König eine sinnvolle Optimierungsstrategie für seine Missi, also seine Königsboten, und auch für Territorialfürsten, also für Lehen, die er an Geistliche verleiht. Für beide Ideen war es sinnvoll, die Bischöfe nicht nur einzusetzen in diese Positionen, sondern sie am besten auch noch selbst auszusuchen und entsprechend auch zu weihen in ihr geistliches Amt. Das, hatten wir auch schon gesagt, wird langfristig die geistliche Macht, besonders der Papst, nicht akzeptieren, weil natürlich diese durch den König Einsetzen der Idee der apostolischen Sukzession, also der Nachfolgerschaft aller Bischöfe als Nachfolger der Apostel, absolut zuwidersteht. Weil es ist dann plötzlich nur noch Machtkalkül und verliert jeden geistlichen Auftrag. Mal abgesehen davon, dass die Bischöfe ja dafür da sind, um nach den Sakramenten zu gucken und dass es den Leuten gut geht und dass die Kirche richtig verwaltet wird. All das untergräbt der König mit dieser Investiturpolitik natürlich massiv. Nun, es wird sich entzünden auch hier an einer Investiturfrage. Und zwar sind wir jetzt im 11. Jahrhundert und zwar am Ende. Und genau diese Zeit, 1075, 1076, ist der Übergang vom frühen Mittelalter zum hohen Mittelalter. Wir werden natürlich auch am Schluss besprechen, warum ist das eigentlich so? Warum ist dieses Event, was wir haben, so epochestiftend? Und Papst Gregor schreibt an den König Heinrich den Vierten, also im Hause der Salia, um sie aus Speyer, ganz in der Nähe. Bischof Gregor sendet dem König Heinrich seinen Gruß und apostolischen Segen. Soweit, so konventionell, das ist die übliche Benediktionsformel und die übliche Salutation, die in einem päpstlichen Brief, in einer päpstlichen Litera angeschlagen wird. Aber nur dann bekommt er den apostolischen Segen, falls er bereit ist, wie es sich für einen christlichen König gehört, dem Papst Gehorsam zu leisten. Also hier sehen wir schon, es ist der Papst hat sich zum Ziel gemacht, der König soll ihm wieder gehorchen. Also wieder unter den Gehorsam, unter die Gefolgschaft gegenüber dem römischen Bischof treten. Er moniert hier, dass Heinrich sich selbst einen treuen Sohn der Kirche nennt, aber er geißelt das gleichzeitig als Lüge ab, denn tatsächlich und in Wirklichkeit, damit ist die Lüge von Heinrich impliziert, zeigst du dich als gefährlicher Gegner unserer päpstlichen Entscheidungen, gerade in den Punkten, welche den Glauben der Kirche am meisten betreffen,
Und eben erst hast du zu unserem größten Schmerz gegen das päpstliche Gesetz die Kirchen und die Bischofssitze Fermo und Spoletum an uns gänzlich unbekannte Personen übergeben, die nicht ohne vorherige Untersuchung durch die Kirche dort den Segen spenden dürfen. Das heißt, hier ist ganz klar, der König hat Unbekannte als Bischöfe eingesetzt, die jetzt dort die Sakramente spenden. Und das ist für den Papst ganz klar inakzeptabel, denn das stellt einen Bruch der kirchlichen Gesetze dar. Nun, wie antwortet König Heinrich auf Gregor den Siebten? Jetzt denkt man erstmal, so scharf war die Attacke von Gregor ja gar nicht, aber Heinrich geht in die Vollen. Und zwar die übliche Intitulation, also ein König stellt sich oder sagt, nennt zuerst seinen Titel. Und hier macht das Heinrich IV. Sehr geschickt. Er sagt nicht ich Heinrich oder wir Heinrich von Gottes Gnaden, römisch-deutscher König, sondern er sagt Heinrich, der nicht durch Anmaßung, sondern gottesgerechte Anordnung König ist, an Hildebrand, das ist der bürgerliche Name, also in Anführungszeichen bürgerlicher Name, eben der Nicht-Papst-Name von Gregor VII., nicht mehr Papst, sondern falscher Mönch. Das ist natürlich ein ganz harter Affront gegenüber dem Papst, den er jetzt wieder als Mönch bezeichnet, weil Gregor VII. War als Hildebrand entsprechend im Kloster ein Mönch. Und Heinrich geht hier weiter in die Vollen und er wirft dem Papst vor, er sei hochmütig gegenüber allen anderen Geistlichen. Ne? Also er würde sie einfach absetzen. Und wie Knechte, die nicht wissen, was ihr Herr zu tun hat, zertratest du unter deinen Füßen und gewannest dabei die Zustimmung des Pöbels. Also er orientiert sich gar nicht an den geistlichen Gesetzen, sondern nur am Pöbel. Und sie alle hältst du für unwissend, dich allein aber hältst du für allwissend. Das heißt, auch hier ist er sehr hochmütig. Und jetzt geht es wirklich richtig los. Er sagt, unser Herr Jesu Christus hat mich zum Königtum, oder uns zum Königtum, dich aber nicht zur geistlichen Herrschaft berufen. Du nämlich bist auf folgenden Stufen emporgestiegen. Und jetzt zählt er auf, durch List zu Geld, durch Geld zu Gunst, durch Gunst zum Schwert durch das Schwert, das du vom Sitz des Friedens, also vom Papstthron, mit dem Schwert hast du den Frieden zerstört. Darum rufen wir dir zu, steige herab. Und steige herab meint eben, du sollst vom Papstthron herabsteigen. Du hast dein Amt eigentlich nur mit List und Geld erreicht. Das nennt man Ämterkauf bzw. Simonie. Der Papst soll er doch zurücktreten. Er solle vom Papstthron herabsteigen. Soll sehr witzig gewesen sein, weil Heinrich IV. Schon mal gelispelt hat. Und steige herab heißt auf Latein descende. Und das muss man sich jetzt mal gelispelt vorstellen. Muss scheinbar sehr witzig geklungen haben, als er das diktiert hat. Nun reagiert Gregor darauf, und das ist natürlich jetzt das absolute Rigorosum, was hier passiert. Gregors Reaktion auf Heinrichs Steige herab ist unglaublich brutal. Der Papst schreibt, zur Ehre und zum Schutze deiner Kirche, im Namen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Kraft deiner Gewalt und Vollmacht, spreche ich den König Heinrich, Sohn Kaiser Heinrichs III., der sich gegen deine Kirche mit unerhörtem Hochmut erhoben hat, die Herrschaft über das deutsche Königreich und Italien ab. Das heißt, der Papst setzt Heinrich als König ab. Das ist nie da gewesen in dieser Form. Aber es ist noch nicht fertig. Denn er schreibt, und löse alle Christen vom Eid, den sie ihm geleistet haben. Und weil er den christlichen Glauben verachtet und den Gehorsam gegenüber Gott nicht geleistet hat, in Klammern natürlich meint hier gegenüber dem Papst, obwohl ich ihm die Exkommunikation angedroht hatte, sende ich über ihn nun die Fessel des Kirchenbands, womit er aus der Kirche verstoßen und das Band zwischen der Kirche und ihm als zerrissen und zerteilt gelten wird. Also, er tut dreierlei. Er setzt König ab, er exkommuniziert ihn, das heißt, er fängt ihn mit dem Kirchenband, schließt ihn damit aus der Kirche aus und er löst alle Christen vom Treueeid gegenüber dem König. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was bedeutet das für die Päpste, für die Königsherrschaft von Heinrich. Nun, wir wissen, die Legitimation ist eine ganz wichtige Frage und die Herrschaftslegitimation der Könige im Mittelalter ist nun mal das Gottesgnadentum. Das wird hier freilich ausgeschaltet. Wer nicht Christ ist, der kann nicht König sein. Wir wissen, dass das Gesellschaftssystem das Lehenswesen darstellt.
dass ein persönliches Treueverhältnis ist, was auf dem Treueeid zwischen Lehnsherr und Lehnsmann fußt. Sind diese Treueeide gegenüber dem König aufgehoben, fällt das Lehnswesen in sich zusammen. Also das Gesellschaftssystem, die Verwaltungsherrschaft des Königs geht verloren. Und der König ist so natürlich nun unglaublich geschwächt. Er kann eigentlich kein König, er ist abgesetzt und er ist auf den Adel und auf die Unterstützung des Adels angewiesen, die eigentlich jetzt gegen den Papst opponieren müssten und die Treueeide trotzdem als gültig betrachten oder durchsetzen müssten. Aber der Adel ist natürlich von Natur aus darauf bedacht, seine eigene Stellung zu stärken. Und das ist natürlich jetzt sehr angenehm, wenn der König so geschwächt ist. Und was durchaus möglich ist, ist, dass der Adel diese Absetzung durchaus anerkennt und einen neuen König aus seinen Reihen wählt. Natürlich versucht da jeder Adelige, seinen eigenen Hut in den Ring zu werfen. Das heißt, der Adel ist nicht mehr auf der Seite des Königs. Das Lehnswesen ist ausgeschaltet, das Gottesgnadentum hat seine Wirkung verloren. Alle Machtstützen des Königs sind entfernt. Die königliche Macht ist im wahrsten Sinne des Wortes in der Schwebe. Und was tut Heinrich in dieser Situation? Er muss um sein Leben fürchten. Jemand, der nicht mehr in der Kirche ist, gilt auch als vogelfrei. Ja, es droht einem Mörder, einem Verbrecher keine Strafe, der eine vogelfreie Person umbringt oder ein Verbrechen an ihr verübt. Denn sie ist nicht mehr Teil der Communio Christianitatis, also der christlichen Gemeinschaft. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Also der König kann nicht nur nicht mehr herrschen, sondern er ist auch, muss Angst um Leib und Leben haben. Und was der König tut, ist, er unterwirft sich dem Papst. Und zwar ist das im sogenannten Gang nach Canossa. Heinrich überquert im Winter 1076-1077 die Alpen. Das ist nicht so einfach und zu dem ganzen Komplex verlinke ich euch hier oben in der Infobox. Hoffentlich klappt das ein Video, wo ihr euch die Geschichte nochmal angucken könnt. Das ist nicht so einfach, weil viele Fürsten natürlich, die in den Alpenregionen herrschen, die Alpenpässe sperren. Er muss einen riesen Umweg laufen. Der Papst will natürlich auch nicht, dass der König sich entschuldigt, weil er möchte seine Macht seine gewonnene Macht nicht wieder verlieren, denn laut Kirchenrecht muss er einem reuigen Sünder vergeben. Und der König, Heinrich IV., macht es sehr geschickt. Er kann tatsächlich Gregor abpassen an der Festung von Canossa in Oberitalien. Er unterwirft sich dem König. Der König rehabilitiert ihn, nimmt ihn wieder, der Papst nimmt den König wieder in die Kirche auf. Er setzt ihn auch wieder ein, aber natürlich zu ganz klaren Bedingungen. Es gibt jetzt eine deutliche und scharfe Trennung von geistlicher und weltlicher Macht, eine deutliche Stärkung der päpstlichen Machtposition. Aber, und das darf man nicht vergessen, der Papst scheint gewonnen zu haben, aber Heinrich bleibt König. Und er hat seine Macht nicht verloren. Er hat vielleicht was eingebüßt, aber er hat im Summe nicht verloren. Oder nicht auf ganzer Linie verloren. Er hat immer noch königliche Macht und er kann diese königliche Macht auch weiter ausbauen. Und der Investiturstreit ist 1777 nicht vorbei. Es gibt durchaus noch Absetzungen und Heinrich wird auch noch zum Kaiser gekrönt, aber von einem anderen Papst, den er selber eingesetzt hat. Das ist aber jetzt alles nicht Thema. Wichtig ist hier an dieser Stelle und deshalb ist es ein wichtiges Eventum und ein epochestiftendes Ereignis. Wichtig ist hier, dass sich weltliche und kirchliche Macht eindeutig und scharf trennen. Die Regelung um die Investitur wird auch geregelt. Die Frage der Investitur wird auch geregelt, allerdings erst ein bisschen später, nämlich 1022 im Wormser Konkordat. Die Bischofswahl bleibt den örtlichen Geistlichen vorbehalten. Also wer der Bischof wird, das wählen tatsächlich die Geistlichen vor Ort in den Kathedralen. Der Papst bestätigt das. Der König darf Bischöfe dann nur in ihr Amt als weltlicher Herrscher einsetzen. Also der Erzbischof von Köln wird vom kölnischen Domkapitel gewählt, vom Papst approbiert, das heißt bestätigt. Und falls noch nicht geschehen, dann auch zum Bischof geweiht durch einen anderen Bischof. Das muss so sein, sonst geht es nicht. Aber dann erhält er quasi sein geistliches, sein Territorium, über das der Erzbischof von Köln eben herrscht, nämlich sein sogenanntes Erzstift, erhält er dann
vom König und wird belehnt wie die weltlichen Fürsten auch. So viel dazu. Wir machen noch, und deshalb ist das natürlich auch so hochinteressant, einen kurzen Reflexionsmoment. Und zwar schauen wir uns an, wie entwickelt sich eigentlich geistliche und weltliche Macht im Mittelalter. Und wir haben gesagt, im Jahr 700, 800, also zu karolingischer Herrschaft, zur karolingischer Zeit, haben wir eine Allianz von Papst und König. Die Herrschaftslegitimation der Könige gibt es im Austausch für militärischen Schutz, den der Papst durch die weltlichen Könige erfährt. Wir sehen das zum einen in der Idee des Gottesgnadentums, das mit der Autoritatis Apostolica, also mit der apostolischen Autorität des Papstes, übertragen wird. Der Papst entscheidet oder sieht Gottes Willen, dass der, in diesem Fall Frankenkönig, aus dem Geschlecht der Karolinger herrschen soll. Und die Kaiserkrönung mit der Translatio Imperii, also der Übertragung des alten, vakanten römischen Kaisertums aus der Antike auf die Franken, all das sind hier wichtige Merkmale. Deshalb lila, weil rot plus blau gibt lila. Dieses differenziert sich zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert aus. Wir haben das sogenannte Reichskirchensystem, was ich euch letzte Stunde vorgestellt habe, also die Instrumentalisierung der Bischöfe und der Klöster für die Verwaltung des Reichs inklusive geistlicher Investitur. Das heißt also, die Bischöfe werden dafür benutzt, um das Reich zu verwalten, Königsboten oder Lehnsmänner, und werden auch vom König in ihr geistliches Amt eingesetzt. Deshalb habe ich hier die Weltlichkeit, die weltliche Macht in Rot etwas nach oben gerutscht. Also die Machtstellung ist höher. Auf der gleichen Seite verliert natürlich das Papsttum in dieser Zeit etwas seiner Macht, weil das muss das ohnmächtig mit angucken. Ein weiterer Indikator für die Ohnmacht des Papsttums in dieser Zeit oder das schwache Papsttum ist, dass eine Reihe, gerade im frühen 11. Jahrhundert, eine Reihe deutscher Bischöfe oder deutscher Geistlicher von den Päpsten von den deutschen Königen und Kaisern zu Päpsten eingesetzt werden, also dass sie da einen sehr starken Einfluss nehmen, zeigt natürlich auch die deutlich höhere oder stärkere Stellung der weltlichen Macht im Vergleich zur geistlichen Macht. Und dann kommt es zu großen Überraschungen. Gregor den 7. nennen wir, oder der gehört zum sogenannten Reformpapsttum. Er will die alte Machtstellung des Papstes wiederherstellen. Und er tut es eben über die Frage der Investitur. Er exkommuniziert Heinrich den 4. und setzt ihn als römisch-deutschen König ab. Nur der Papst entscheidet hier, wer König ist. Das hat er in diesem sogenannten Dictatus Papae alles angekündigt, welche Vorrechte er dem Papst gegenüber allen anderen zuschreibt. Und da ist, dass nur der Papst entscheiden kann, wer im römisch-deutschen Reich König ist. Und nur der Papst Kaiser einsetzen und absetzen kann. Und auch nur Bischöfe einsetzen und absetzen kann. Auf der anderen Seite sehen wir, dass durch den Machtzuwachs des Reformpapsttums der römisch-deutsche König natürlich all seine Macht verliert. Also der abgesetzte König ist aller Machtstützen beraubt und außerhalb der christlichen Gemeinschaft. Er muss um sein Leben fürchten. Das heißt, warum ist der Investiturstreit so spannend? Und warum ist er so ein unglaublich interessantes Event und auch eine Epochengrenze? Weil wir diese Umkehrung von päpstlicher und weltlicher Macht in kürzester Zeit erleben. Eine Durchsetzung von Strafen, die sonst immer nur angedroht wird, wird jetzt einmal vollzogen. Und es klappt auf ganzer Linie. Und deshalb ist das unglaublich spannend. Und ein zweiter Punkt, gucken wir uns jetzt an. Klar, der Gang nach Canossa, Heinrich unterwirft sich dem Papst und wird wieder als Herrscher eingesetzt, er verzichtet auf die geistliche Investitur, deshalb hier ein bisschen höher, aber unter dem blauen Kasten, und das Wormser Konkordat, der Papst hat seine Macht, den König abzusetzen, demonstriert und das Investiturrecht gesichert. Dennoch braucht er das Bündnis. Es ist klar, er braucht dennoch die militärische Stärke des Königs und auf alle Fälle der Adeligen. Er kann nicht allein Weltpolitik oder Europapolitik machen. Er bleibt der Geistliche, der aber ein starkes Schwert, wie wir es am Anfang gesehen haben, führen kann. Wir sehen hier als Ergebnis auch die Wiederherstellung der königlichen Macht, aber eine deutliche Differenzierung von weltlicher und geistlicher Machtsphäre. Das ist der zweite Punkt, warum dieses Event so unglaublich wichtig ist und so ein epochestiftendes Moment eben darstellt.
weil wir ab jetzt eine ganz klare Differenzierung von weltlicher und geistlicher Macht haben, die immer wieder, auch in staufischer Zeit zum Beispiel, ganz stark um die Vormachtstellung im Reich konkurrieren werden. Das, meine Lieben, war es für den Moment. Es hat mir wahrscheinlich mehr Spaß gemacht als euch, aber das liegt daran, dass das eines meiner absoluten Lieblingsthemen ist, weil es ein, ja, fast ein historischer Krimi ist. Wie gesagt, den Link zum Video, was bei den Deutschen, da gibt es eine wunderbare Dokumentation drüber, den habe ich euch oben verlinkt. Außerdem ist da natürlich mit Stefan Weidenfurter, mein Doktor-Großvater, wieder mit dabei, eine der Koryphäen, wenn es um das frühe Mittelalter geht. Deshalb auch in dem Sinne ist das Vermächtnis, was ich da weitergeben muss, ziemlich groß. Ich hoffe, es war dennoch für euch erträglich und ich wünsche euch jetzt schöne Ostern und alles Gute. Bis bald.